Und willkommen zu einem Let's Play mit mir und ganz vielen von diesen bösen Kreaturen, die jetzt alle in mein Haus rein wollen. Und bevor die das alles kaputt machen, lasse ich die doch mal rein. Ja, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, dass uns diese Zombie-Invasion überrennen wollte. Glücklicherweise haben wir es doch noch geschafft, in unser Haus zu flüchten, sodass wir doch überleben konnten. Und ein Creeper war aber noch über. So. Und noch einer von den Zombies, du meine Güte. Also hier diese Nacht waren es aber echt viele Zombies. Aber was soll's. Und dieses ganz Geschleime hier, ne, das geht mir auch auf die Nerven. Wir sind stehen geblieben, dass ich sagte, dass wir uns die Kartoffeln ein wenig verschönern wollen. Also nehmen wir diese mit. Und wir nehmen uns diese mit. Und dann nehmen wir uns auf jeden Fall noch Crop Sticks mit. Die werden wir auch benötigen. Und hier brauchen wir auch ein paar Sticks. Und da machen wir dann auch ganz viele Crop Sticks draus. Gut. Haben wir. Das haben wir. Und jetzt brauchen wir noch Knochenmehl, damit das auch ein wenig schneller funktioniert. Wunderbar. Wir legen dich mal kurz beiseite, nehmen dich raus, tun dich weg und lassen uns mal gucken, was. Wie bist denn du gewachsen? Ah, guck mal, das ist auch das, was wir jetzt bekommen haben. 3-3-2 gewesen. Und dann haben wir doch drei Stück, die wir austauschen können. Und das tun wir jetzt auch da, da und dort. Und dann legen wir diese rein. Diese legen wir da rein und das legen wir da rein. Und das sind die normalen. Okay, die haben wir auch und da können wir gar nichts rausholen. Die werden wir auch noch schnell analysieren. Damit wir wissen, was es ist. 1, 1, 1. Okay. Ja, also ihr seht, wir haben jetzt hier bessere Kartoffeln drin. So, dann wollen wir mal schauen. 3, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 2. Dann nehmen wir uns mal hier eine von mit. Und oh, das ist auch 1, 1, 1. Okay. So, das sieht man jetzt wieder schlecht, aber da haben wir jetzt zwei von den Cropsticks drauf gemacht und da warten wir jetzt einfach, bis hier was gewachsen ist. Und in der Zwischenzeit nehmen wir uns hier die Karotten. Das geht so natürlich nicht. Und analysieren das auch. Das dürfte ja nur eine ganz normale Karotte sein. Setzen die hier rein. Und haben hier auch das Doppelte. So sieht das hier drüben eigentlich auch aus. Ah, okay, was haben wir jetzt hier? Da sind Potato Seeds gewachsen. Und dann wollen wir mal schauen, was denn das für Potatoes sind, die wir hier rausgeholt haben. Ach, auch nur 1, 1, 1. Na gut, das klappt halt nicht immer, ne? Aber wir sehen, wir haben jetzt auf jeden Fall schon immer zwei Kartoffeln, die wir da rausholen können. Das ist auch nur 1. Dadurch, dass wir die jetzt hier miteinander verbinden. Achso, ne, weil das muss natürlich weg, weil sonst wachsen ja immer nur die gleichen, das ist ja klar. Wunderbar. Das Ganze läuft jetzt so vor sich hin. Und euch entferne ich auch. Wir müssen hier nur ab und zu mal drauf schauen, dass das, was da wächst, auch wirklich das ist, was da wachsen soll. Also Karotten sind hier gewachsen. Das ist schön. Und hier ist jetzt erstmal noch nichts gewachsen. Da müssen wir noch einen Moment warten. Wenn das nämlich Weeds sein sollten, dann haben wir da keine Freude dran. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier
244. Das tauschen wir hier gegen aus. 244, okay. Und dann kann das auch wachsen. Da haben wir noch ein paar Potatoes. Was hast du für eine ID? Auch 111. Gut. So funktioniert das Ganze mit AgriCraft. Und jetzt ist hier, okay, da sind Potato Seeds gewachsen. Das passt wunderbar. Hier sind auch Carrot Seeds gewachsen. Nirgendwo ist Unkraut. Dann können wir das erstmal in Ruhe lassen. Als nächstes ist mir jetzt wichtig, dass wir hier ein wenig vorankommen, dass unser Haus fertig wird. Ich will ja jetzt nicht 38 Folgen an meinem Haus bauen. Wir werden später noch lange Zeit damit verbringen, unsere Burg und etc. zu bauen, alles was da noch so dazugehört. Aber das erste Haus soll jetzt ja gar nicht so lange dauern. Und wir brauchen ja auch für die ganzen anderen Mods etc. brauchen wir ja auch noch Häuser. Das soll ja nicht alles hier rein. Das soll ja auch letzten Endes eine große Stadt werden, in der ich ja ganz traurigerweise ganz alleine leben muss. Aber das ist das eben. Das ist das Leben. Aber vielleicht, ich habe das ja mal gesagt, packe ich das Ganze auf den Server und ihr dürft ab und zu mal vorbeikommen. Aber da braucht ihr jetzt gar nicht nachfragen oder euch schon mal anbieten, dass ihr das gerne sein wollt, der dann da als erstes mit mir spielt. Ich werde das schon rechtzeitig einmal bekannt geben und dann können wir gucken, wer da Lust zu hat. Aktuell bin ich aber mit meinen Plänen da noch nicht so wirklich weit gekommen. Erst auch mal schauen, ob das überhaupt ankommt, ne? Außer die Videos. Also das müssen ja auch erstmal ein paar Leute sehen, damit sich das überhaupt lohnt für mich. Weil warum soll ich immer nur mit einem oder mit zweien dann letzten Endes spielen, wenn ihr da mega keinen Bock drauf habt, das zu sehen. Und wieso fallen hier keine Junglewood Saplings? Und warum ist meine Axt kaputt? Das sind alles Fragen über Fragen. Und warum habe ich diesen Baum nicht komplett kaputt gemacht? Keiner kann es beantworten. Ja, hiervon haben wir jetzt eine ganze Menge. Na gut. Oakwood. Und Junglewood. Das Junglewood, das brauchen wir ja in jedem Fall hier für die Seiten. Und hier brauchen wir eine Axt. Und jetzt wird es auch deutlich, warum wir so langsam mal mit Tinkers anfangen sollten. Wo ist denn mein Eisen? Hier. Damit wir uns Werkzeug herstellen können, was ein wenig länger hält und auch ein wenig besser ist als das, was ich hier mir so mache. Das ist ja eine Riesenverschwendung von Ressourcen. Aber das ist halt so. Gut, Eisenstaub, dann kommst du hier rein. Das ist zwar jetzt auch Verschwendung, was ich mache, aber mein Gott, was kostet die Welt? Dann machen wir uns die Axt und dann geht's weiter. Gut, warte mal, hier haben wir ja Oakwood. Das machen wir dann gerade mal zu. Perfekt. So, dann ist das hier schon mal halbwegs schön. Und dann machen wir das jetzt noch ganz schön, indem wir hier das erstmal wieder wegmachen, das ist ja klar. Und den Boden austauschen. Dann kommt mein Bett auch hier oben hin, damit ich ein wenig weiter von den bösen Kreaturen entfernt stehe, die mir ganz viel Böses wollen. Ja, ich denke, das ist schöner, wenn das so ist. Das kommt auch weg. Dafür kommt das wieder hier hin. Okay, Tür und Druckplatte darf ich gleich eine Etage tiefer abholen. Aber das gefällt mir doch deutlich besser. Und dann haben wir gleich auch eine ganze Menge Platz, um unsere Kisten einmal unterzubringen. Das ist ja bislang auch nicht der Fall. Wir haben ja da unten zwei Kisten stehen und das reicht einfach nicht.
Rubberwood. Warte mal. Das ist doch... Hä? Guck mal, das ist hier noch der Rubberwood. Das darf ja eigentlich auch nicht sein. Ich hatte doch hier... Ich hatte doch Oakwood hier reingesetzt. Dann habe ich hier drüben auch noch den Rubberwood drin, ne? Ja, das soll so nicht sein. Nein, nein. Gut, dafür haben wir aber eine Lösung. Ah ne, das ist ja erstmal kein Oakwood hier, das ist Junglewood. Und da haben wir aber auch einen Sapling bekommen. Einen ganzen Junglewood Sapling. Du meine Güte, das hat sich ja echt gelohnt. Oakwood, wo haben wir denn schnell mal Oakwood stehen? Hier drüben. Wir könnten ja auch mal nach unserem Turtle schauen. Wie weit der ist, ihr erinnert euch dran, beim letzten Mal haben wir den Turtle, oder haben wir dem Turtle gesagt, bitte grab doch einfach mal 4x4x100 Felder aus. Und er sollte ja jetzt doch schon ein wenig weitergekommen sein. Das ist zumindest der Plan. Wir haben jetzt, okay, 10 Oakwood, das sollte reichen. Also genau 10 brauchen wir, glaube ich. Wie dieser Strahl hier rauskommt, ne? Also dieser Strahl ist eigentlich auch blöd, dass das so ist, aber... Na gut. Ja, das passt. Nee, das passt nicht. Dann machen wir das von drin. Oh, da ist schon wieder so ein blöde Creature hier. Okay, aber diesmal schlafen wir. Hilft nicht, aber naja. Also es hilft nicht, weil die Kreaturen ja nicht verbrennen da draußen. Aber was soll's. Okay. Dann hatten wir die Pressure Plate. Die ist aber irgendwo verschwunden oder liegt jetzt woanders. Da drüben liegt sie. Die können wir jetzt hier hinsetzen. Die fällt auch nicht mehr auf. Und dann geht es hier weiter mit dem Oakwood. Ach ja. Und zumachen sollten wir das Ganze auch. Perfekt. Das wird doch mal ein echt schönes Haus werden. Wie ich finde. Ein paar Minuten bauen wir jetzt hier noch dran. Wenn ich jetzt heute nicht mehr fertig werden sollte mit dem Bau meines Hauses, mache ich das in Ruhe fertig. Also zumindest diese Etage. Nicht komplett. So, die Treppe. Tauschen wir vielleicht auch aus oder wir lassen es so. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Schauen wir einfach mal, wenn es soweit ist. Mein Gott. Oakwood. 6, 12, 18, 24. Ja, das sollte ja noch reichen. Wunderbar. Ein Träumchen, sage ich euch. Fensterscheiben sollten wir hier oben auch noch installieren. Die Lichter müssen wir noch reinmachen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht andere Fackeln nehmen. Die sehen irgendwie jetzt nicht so cool aus. Aber es gibt ja, ups, hier ist ja auch der Mod Chisel, heißt der so? Wird das so ausgesprochen? Keine Ahnung. Chisel ist ja installiert und Chisel sorgt dafür, dass wir viele verschiedene Designs auswählen können. Gut, jetzt wäre es natürlich blöd, wenn mir jetzt der Boden nicht gefällt und ich dann wieder alles abreiße, aber doch, das gefällt mir schon deutlich besser. Jetzt haben wir auch wieder ganz viel Platz um 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3, ne, wie machen wir das so, ist auch besser. Genau. Da haben wir ein wenig mehr Fenster hier drin und
Wir könnten hier ein paar Fackeln setzen. Also da eine und da eine. Und hier müssen wir gleich mal gucken, ob wir da eine setzen und wenn ja, wo. 1, 2, zack, 1, 2, zack, zack. So, wir schauen mal, wie uns das gefällt. Ja, vielleicht so hier eine und da eine. Dann drücken wir mal aufs Knöpfchen und gucken. Und wir sehen, hier drin ist aber alles erleuchtet und nirgendwo kann etwas spawnen. Dann machen wir das wieder aus. Ja. Und hier oben käme dann dieser Boden wieder rein. Da haben wir noch ein wenig Oakwood. Aber wie wir sehen, haben wir davon zu wenig. Aber dann ist das eben so. Okay, so, das soll es aber jetzt gerade mal für hier gewesen sein mit dem Bau des Hauses. Ich will doch gerade mal was schauen. Wir haben wir jetzt, warte mal, wir hatten doch noch so viele Sticks hier gehabt, oder? Genau. Da. Ah, so viel wollte ich jetzt nicht. Ja, na gut, egal. Jetzt habe ich 27 Stück gebaut. Dann ist das eben so. Gut, hier kommt eine Leiter hin, damit ich hier hochgehen kann. Und hier oben habe ich dann meine Kisten gelagert. Also da kommt quasi das Dachgeschoss hin. Nein! Okay, du hast nichts kaputt gemacht. Ja, so sieht das aus. Und jetzt gehen wir noch schnell zu unserem Turtle und gucken mal, wie weit er ist. Ob er überhaupt was macht, ob die Chunks geladen werden, in denen sich der Turtle befindet, das weiß ich halt auch gar nicht. Wäre dann auch sinnfrei, ne? Wir schicken den Turtle los und der macht einfach gar nichts, weil die Chunks nicht geladen sind. Das wäre ein bisschen ungünstig. Da wäre auch noch Kohle gewesen. So, und das hier müssen wir definitiv auch irgendwann mal in Angriff nehmen, dass wir das zumachen. Sonst falle ich da rein und ertrinke, denn in dem Öl kannst du nicht schwimmen. Das ist nicht so super. Gut, also. Also, guck mal, hier hat er jetzt die Kiste gesetzt und da alles reingetan. Und warum macht er das nicht? Ah, okay. Ja, klar. Turtle, turn left. Nein, Turtle, Punkt. Forward. Nö. Turtle, forward, dann nehmen wir nochmal Turtle forward und dann soll er sich wieder nach rechts drehen. Turn right. Und dann Turtle down. Und dann ist er hier wieder in Ausgangsposition. Ja, die Sache ist die. Der hört natürlich auf, wenn ich das Spiel beende. Da hätte ich ja auch dran denken können. Der macht ja jetzt nicht ewig weiter. Wir sind ja jetzt nicht auf einem Server, sondern wenn ich hier ausmache, dann hört auch der Turtle auf. Und wenn ich dann wieder anfange, dann ist das so. Und der setzt auch die Kiste hier irgendwie noch eine Etage tiefer. Das ist halt auch irgendwie blöd. Warum das so ist, ich habe gerade noch keine Ahnung. Das werde ich mir dann in Ruhe nochmal ansehen. Jedenfalls gehen wir jetzt hier gerade mal wieder raus und sagen graben und dann sagen wir 4 hoch, 4 breit. Wie lange soll dein Tunnel sein? Sagen wir nochmal, ach so 100 Felder und im Abstand von 5 sollen die Fackeln sein. Und dann macht er jetzt hier eben weiter.
Dann haben wir zwar hier vorne ein wenig später die Fackel liegen, aber na gut, dann ist das so. Ja, so funktioniert das Tunnelprogramm. Ihr habt es jetzt einmal gesehen. Das ist halt auch noch ein Fehler, der behoben wird, aber so kann er dann viele schöne Sachen einsammeln und wir können uns dann freuen, dass wir das nicht selber machen müssen. Jetzt flitzen wir gerade mal wieder zurück in unsere Heimat. Das ist diese hier. Und schauen, ob wir hier vorne dann weiterkommen. So, hier ist jetzt noch nichts gewachsen. Bis auf dieses Ding. Und dann gucken wir gerade noch mal nach unseren Kartoffeln beziehungsweise nach unseren Karotten. Was denn hier so draus geworden ist. So, das nehmen wir weg. Das sollten wir immer wegnehmen, damit hier auch neue Sachen wachsen können natürlich. So, Carrot Seeds. 2-1-1. Okay, das tauschen wir hier gegen aus. 2-1-1. Und jetzt haben wir hier jetzt was Neues. Okay. Wunderbar. Und hier sind auch Potato Seeds gewachsen. Die motivieren wir gerade nochmal, dass da ein bisschen was mehr bei rauskommt. Potatoes, die legen wir hier rein und dann gucken wir mal. So, da sind wir auch bei 1-1-1. Warum ist das denn so? Tja, also 2-4-4, 3-4-2, 3-3-2 und 2-3-3. Gut, da müssen wir mal schauen. Ah, da sind ja noch mehr Potato Seeds rausgekommen. Okay, 4-3-3, also man darf, ich gucke wahrscheinlich immer auf die falschen Seeds. 4-3-3. Dann tun wir die beiseite. 4-3-3. Okay. Joa. Und das kommt dann auch mal beiseite, das auch. Ja, und so passiert es dann langsam, aber sicher, dass wir immer bessere Sachen kriegen. Und hätten wir jetzt ein wenig mehr Holz, könnten wir... Okay, da sind auch Potato Seeds gewachsen, das hat funktioniert. Und hier ist noch gar nichts gewachsen. Das ist nicht so toll, aber auch okay. Dann können wir so langsam anfangen, uns unser Gewächshaus zu bauen, wo wir die ganzen schönen Samen dann einpflanzen. Genau. Zack. Und ein neuer Setzling wird gepflanzt. Okay, dann soll es das jetzt gewesen sein. Ich werde das jetzt Ganze noch ein wenig hier laufen lassen, wenn ihr nicht dabei seid, damit auch hier die Sachen wieder sprießen können und das Holz werde ich dann auch wieder abholzen. Wir brauchen ja eigentlich immer Holz, also setzen wir hier auch ruhig noch mal ein paar mehr Setzlinge hin. Das klappt dann schon irgendwie. Baumfarmen und so, die machen wir dann später auch. Klar, aber jetzt so erstmal für den Anfang. Mit Computercraft können wir uns auch schöne Baumfarmen machen. Hat den Vorteil, wir brauchen halt überall keinen Strom, ne? Ansonsten könnten wir mit, weiß ich nicht, mit Forestry oder mit ähnlichen Mods könnten wir uns ja auch Baumfarmen machen. Aber die brauchen halt immer Strom. Und der Computer nicht. Und der kann einfach das Holz abholzen und das Holz in Teilen dafür benutzen, um sich selber bewegen zu lassen. Und das ist halt ein Riesenvorteil, würde ich meinen. Und wir können die dann auch mit dem Computer zu Hause verbinden und dem Turtle vom Computer zu Hause dann immer sagen, so jetzt darfst du los und ein paar Sachen pflanzen oder Sachen abholzen. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg und das kommt weg. Aber nun, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir uns den Turtle noch genauer an. Und dann machen wir noch andere Dinge. Vielleicht auch dieses Skelett tot.
Das werden wir dann sehen. Also dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.